Parallel zum Ikonoklasmus verfiel der byzantinische Einfluss im Westen vollkommen. Die Langobarden nutzten die Schwäche Konstantinopels, um Ravenna und Rom zu erobern. In dieser Situation wandte sich der Papst an die Franken. Bibin versprach Hilfe gegen die Langobarden und wurde vom Papst mit dem Titel eines Patricius Romanorum ausgestattet. Im gleichen Zeitraum entstand die konstantinische Schenkung, eine Fälschung, die dem Papst die Oberherrschaft im Westen zusprach und Italien in seinen Besitz übertrug. 754-56 übernahm Bibin auch zwei Feldzüge. Das Exarchat von Ravenna wurde an den Papst abgetreten. Damit wurde die Begründung des Kirchenstaates eingeleitet. Karl der Große brachte das bibinische Werk zu Ende. Er verfolgte in Italien und Dalmatien eine Expansionspolitik und ließ sich 774 zum König der Franken und Langobarden krönen. Gerade unter Karl dem Großen wurde der Europagedanke forciert, was ein Ausdruck für das neue Selbstbewusstsein des Westens war. Weihnachten 800 krönte Papst Leo III. Karl den Großen in Rom zum Kaiser der Römer. Das warf gewaltige diplomatische Probleme auf, die eigentlich bis zum Ende Konstantinopels andauerten. Die Existenz zweier Monarchien, die sich auf Rom beriefen, war undenkbar. Das Zwei-Kaiser-Problem entstand. In Konstantinopel wurde die Krönung Karls als Staatsstreich, Auflehnung und Usurpation angesehen. Im Westen war man der Meinung, dass die Inanspruchnahme des Kaisertitels aufgrund der Schwäche Byzanz unvermeidbar gewesen war. Es sei auch kein neues Reich begründet worden, sondern in Rom korrekte Herrschaft übernommen worden. Eine byzantinische Quelle berichtet von einem Eheprojekt, um so Ost und West zu vereinigen. Es kam allerdings nicht zustande. Karl besetzte sogar die letzten Reste byzantinischer Besitzungen in Italien, so 810 auch Venedig. 812 wurde ein Vertrag in Aachen geschlossen. Die griechischen Gesandten begrüßten Karl auf Griechisch als Basileus. Dafür wurde Venedig restituiert und die Oberherrschaft Byzanz in Dalmatien anerkannt. Die Feinheiten des Vertrages liegen im Detail. Byzanz anerkannte Karl als Basileus, aber nicht als Basileus der Römer. Pro forma bemühten sich die Franken, den Frieden, die Eintracht und die Brüderlichkeit wiederherzustellen. Tatsächlich verfolgten beide Welten verschiedene Wege. Zwar haben die byzantinischen Kaiser den politischen Akt anerkannt, die moralische Zustimmung wurde aber verweigert. Gerade jetzt taucht in byzantinischen Quellen der Titel Basileus der Römer stärker auf und wird quasi amtlich. Ein entscheidender Schritt war aber getan. Es gab diplomatische Beziehungen, in deren Rahmen zum Beispiel auch griechische Handschriften als Geschenke nach Europa kamen.